Alle sprechen vom Mentalen. Doch was ist überhaupt das Mentale und was hat dieses Glas mit dem Mentalen zu tun? Das erzähle ich dir gerne in diesem Video. Ready. Hoi hoi, ich bin Martin Feigenwinter, Sportmentaltrainer und Olympionike im Eisschnelllaufen. Ich unterstütze dich, damit du am Tag X, wenn es um die Wurst geht, deine Topleistung abrufen kannst. Doch was braucht es überhaupt für Topleistung? Es gibt einige, die Sportler, die sagen, ja, der hatte Glück, ich hatte Pech. And it was good. Whoa. Oder ich hatte einfach Glück, es hat gerade funktioniert. Oder heute war nicht mein Tag, das war einfach Pech. Deine Leistung immer auf Glück und Pech zu reduzieren, scheint mir nicht besonders optimal und auch man kann auch nicht jede Leistung oder jedes Ergebnis mit Glück und Pech erklären. Da braucht es doch noch mehr dazu. Du brauchst eine gute körperliche Verfassung. Das heißt, wenn du gut trainiert bist, hast du eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass du am Tag X deine Topleistung abrufen kannst. Dann ist es auch wichtig, dass dein Material in Ordnung ist, dass du gutes Material hast. Es gibt nichts Ärgerliches, als wenn im wichtigen Moment oder bei den wichtigen Wettkämpfen das Material versagt. String on his racket, he hasn't noticed. That could have been embarrassing. First time I've ever seen that happen. Egal, ob das ein Schnürsenkel ist, der kurz vor dem Start reißt, ein Kettenriss, oder was es auch immer ist. Und dann gibt es noch einen vierten Faktor und der ist zwischen deinen Ohren. Das ist das Mentale. Und jetzt kommt dieses Glas zum Zug. Täglich schluckst du 1,5 Liter Speichel. Jetzt stell dir vor, anstelle dass du deinen Speichel schluckst, wirst du in der nächsten Stunde jedes Mal, wenn du einen Schluckreflex hast, diesen unterdrücken und sagen, okay, ich spucke den Speichel in das Glas. Nach etwa einer halben Stunde wird das Glas geschätzt etwa halb voll sein. Und dann nimmst du das Glas und trinkst deinen Speichel genüsslich. Hups, du denkst gerade, was ist das für eine Sau? Aber sind wir ehrlich, wo liegt das Problem? Das ist keine Sache von Glück oder Pech. Es hat auch nichts mit dem Material zu tun. Dein Hals, deine Zunge, dein Magen ist alles perfekt dafür ausgerüstet. Es ist auch keine Sache von Training. Du bist dafür optimal trainiert, seit du ein kleines Kind bist. Du konntest noch nicht mal sprechen. Der Schluckreflex, der hat perfekt funktioniert. Das heißt, du kannst das aus dem FF. Aber genau das ist der Punkt. Jetzt spielt der Kopf eine entscheidende Rolle, weil du überlegst dir, ja, was passiert? Und die meisten Körperflüssigkeiten sind ohnehin nur ein Problem, wenn sie außerhalb vom Körper sind. Eine ähnliche Situation ist es, wenn du über ein Brett läufst, das am Boden liegt, sagen wir 30 cm breit, 5 Meter. Das ist eine einfache Übung. Jetzt heben wir das Brett auf 10 Meter an. Läufst du jetzt noch darüber? Womöglich nicht. Warum? Du bewertest die Situation und du machst dir Gedanken über die Konsequenzen. Was passiert jetzt, wenn ich da runterfalle? Und derselbe Mechanismus hast du auch, wenn du in Drucksituationen bist, wenn du am Start stehst und dir überlegst, ja, was passiert, wenn ich die Limite nicht erreiche? Was werden die anderen über mich denken? Was passiert, wenn ich mein Ziel nicht erreiche? Sind dann meine Eltern, die so viel Geld investiert haben, oder mein Trainer, der seine Zeit investiert hat, was denken die über mich? Hat es einen Einfluss auf meine Sponsoren, wenn ich nicht in das Kader komme? Wenn du dir über Konsequenzen Gedanken machst, diese sind unendlich. Das kannst du weiterführen bis zum Umfallen. Nur ist das nicht hilfreich. Und da unterscheidet sich ein Profi von einem Dilettanten. Der Profi
der fokussiert sich in dem Moment, wo es zählt, nur auf das, was er tun muss. Kommen wir zurück zum Beispiel mit dem Brett. Das heißt, er setzt einen Fuß vor den anderen und läuft über das Brett. Also die Lösung ist in dem Fall ganz einfach. Wenn du das nächste Mal am Start stehst und in einer Drucksituation bist, dann tust du nur eins. Fokussiere dich auf die eine Sache, die du in dem Moment tun musst. Weil dein Leben findet nicht in der Zukunft und auch nicht in der Vergangenheit statt, sondern jetzt in diesem Moment. Und deshalb ist es auch wichtig, dass du mit dem Kopf und deinem Körper, wenn es zählt, am gleichen Ort bist. In diesem Sinne wünsche ich dir ganz gutes Gelingen und nutze deine Möglichkeiten. Ich bin Martin Feigenwinter, Sportmentaltrainer und Olympionike im Eisschnelllaufen. Du möchtest mehr solche Videos sehen, dann abonniere doch meinen Kanal. Du hast Ideen oder auch Wünsche, die ich gerne verfilmen sollte, dann scheue dich nicht, schreibe mir eine E-Mail mit deinem Wunsch und dann werde ich schauen, dass ich auch an diesem ein schönes und lehrreiches Video machen kann. Also, wir sehen uns, bis dann. Ciao.